Hallo Herr Popp, schöne Schön. Grüße nach Kanada. Philipp Reichert hier. Hören Sie Danke. mich? Ja, ich höre Sie gut. Wunderbar. Wunderbar. Ich spreche mal kurz mit unserer Technik, ob auch alles für die soweit in Ordnung ist. Ja. Ist alles in Ordnung an den Schaltraum? Moment, ich gucke doch mal, ob wir laufen. Na, einen Moment noch, Herr Popp. Ja, ganz entspannt. Okay, alles gut. Super, vielen Dank. Ja, Herr Popp, ich hoffe, wie gesagt, Sie verstehen mich gut. Ich sehe Sie gut, also Bild ist auf jeden Fall in Ordnung. Das ist schön. Vielen Dank, dass Sie uns, dass Sie uns ein Interview geben. Herzlichen Dank dafür. Gern. Ich hatte es ja angekündigt, das ist für einen Magazinbeitrag, also das wird nicht allzu lange. Insofern bitte ich Sie und freue mich, wenn Sie die Antworten ein bisschen präziser halten und kurz. Ja. Genau. Gern. Ja, lassen Sie uns gerne beginnen. Ihre Bücher, Ihre Videos, wie laufen die aktuell? Wie laufen die im Moment? Was meinen Sie damit, wie sie laufen? Die sind, denke ich mal, ganz erfolgreich. Wir sehen auf YouTube, dass die Klickzahlen gut sind. Ja, wir sind zufrieden. In Bezug auf die Corona-Krise sprechen Sie davon, dass der neue Faschismus bevorstehe. Verharmlosen Sie damit nicht die NS-Zeit? Nein, weil Faschismus muss man natürlich auch klar definieren und das mache ich natürlich auch sehr deutlich. Faschismus kommt aus der Bündelung aus dem alten Rom und das ist eine Gleichbürstung in eine Richtung und eine gleichgeschaltete Richtung der Meinung kommt, wir kennen das aus den Faszien bei der Muskulatur zum Beispiel, aus der Natur, auch die Fasern von Pflanzen und deshalb habe ich diesen Begriff natürlich sehr bewusst auch gewählt, denn diesen Faschismus haben wir ja in vielen Formen und in vielen Arten. Das ist, denke ich, richtig, ich denke mal, richtig auch dargestellt. Wir dürfen eines nicht vergessen, dass wir natürlich bestimmte Vokabeln auch unter Beschlag nehmen und sie einfach einseitig abschalten. Deshalb sind sie erklärungswürdig und deshalb lege ich großen Wert auch auf diese Erklärungen, weil ich mir aber tatsächlich große Sorgen mache, dass wir genau wieder solche Zeiten bekommen könnten, wie damals die Zeiten waren, die uns ja so viel Sorge machen. Aber Sie sprechen explizit von Ermächtigungsgesetzen. Das ist ein eindeutiger Begriff in Bezug auf den Aufstieg Adolf Hitlers. Also keine Verharmlosung der NS-Zeit. Ja, natürlich, es sind Ermächtigungen, die stattfinden. In dem Moment, wenn das Grundgesetz ausgeschaltet wird und sich eine politische Liga die Macht quasi übernimmt und dabei auf Daten, wir wollen mal ganz kurz auf die Daten kommen, das ist das RKI, das Robert-Koch-Institut, welches von der Bill und Melinda Gates Stiftung finanziert wird zu einem Teil. Das gilt auch für die Charité. Und wenn wir dann eben halt die Grundlagen dafür sehen, Ermächtigungsgesetze könnten ja auch was Sinnvolles sein, wenn sie das Volk schützen vor bestimmten Dingen. Aber hier arbeitet man ja mit Daten und Mechanismen, die anzuzweifeln sind. Und wir nehmen diese Tests, die man dort macht, die medizinisch nicht zugelassen sind, die Zahlen, die abhängig sind von der Anzahl der Untersuchungen und nicht davon, wie viele Leute tatsächlich infiziert sind. Wir sehen, welche Krankheitsbilder dort genannt werden. Diese Zahlen könnte man nach Belieben hin und her drehen, wie man lustig ist. Also ich sehe hier natürlich keine Grundlage dafür. Und wenn man auf mangelnder wissenschaftlicher Basis mit auch umstrittenen Institutionen, das muss man einfach so sagen, denn wenn jemand finanziert wird von einer Gruppierung, die in einem Bereich tätig ist, die zum Beispiel zur Pharmaindustrie gehört, dann muss man schon hinterfragen dürfen, ob das alles rechtens ist, was da läuft. Und insofern kann ich da eine Ermächtigung schon erkennen. Und es ist für Sie vertretbar, den Aufstieg Adolf Hitlers mit dieser Corona-Pandemie. Das habe ich nicht gemacht. Im Dritten Reich spielte das Robert-Koch-Institut eine große Rolle. Ich meine, insofern würde ich da eher die Frage stellen, wie man bei, oder auch mit der, wie heißt die andere Stiftung, die dort auch mit Leopoldina beispielsweise, die auch im Dritten Reich im Bereich der Rassenforschung und der Rassenhygiene ganz aktiv waren. Also die Problematik ist natürlich, dass man jeden Begriff, den man hat, gerne mit dem Dritten Reich verbinden kann, aber dann müsste das RKI dringend raus und auch die Leopoldina müssten dringend raus, weil sie eine wirklich intensive Rolle im Dritten Reich gespielt haben. Also wenn wir auf der Ebene, aber wir wollen uns ja auch über vernünftige Fakten unterhalten. Das macht ja mehr Sinn als diese Urteile aufgrund irgendeines Vokabulars. Das bringt uns ja nicht weiter, denn dafür ist die Lage in unserem Land aus meiner Sicht zu ernst. Ist Ihnen bewusst, dass Menschen, die Ihren Theorien folgen, die die Bücher lesen, die Videos schauen, dass die völlig ins soziale Abseits gedrängt werden?
Das weiß ich nicht. Wie kommen Sie darauf, dass die ins soziale Abseits gedrängt werden? Die Frage ist die, wir unterliegen natürlich einer Massenmanipulation. Das wissen wir alles. Das ist auch nicht ganz neu. Und ich wüsste nicht, aus welchem Grunde ich irgendetwas Dramatisches sage. Ich weiß, dass man mich jahrelang als links verordnet hat, weil ich eben halt aus der Linken, es wird mir sehr oft gesagt, aus rechten Kreisen bin ich ja der dramatische Linke. Das ist ja das Interessante. Und jetzt kommt die Situation, dass man dann, wenn man seinen ethischen Kompass beibehält, plötzlich in die rechte Ecke kommt. Und das sind ja die Medien, die die Menschen ins Abseits drängen, nicht wir. Wir reden ja offen darüber und aus diesem Grunde müssen wir natürlich auch davon ausgehen, dass hier natürlich Ursache und Wirkung natürlich verwechselt wird. Die Medien drängen sich schon ins Abseits, das sehe ich schon, aber nicht wir. Wir reden offen, wir sind auch zu einem wissenschaftlichen Diskurs bereit. Der wird definitiv nicht zugelassen. Das sehen wir durch die mediale einseitige, ganz klar einseitige und aus meiner Sicht auch tendenziösen Berichterstattung. Ich kann es nicht anders nennen. Geben Sie mir Beweise, wo Sie zum Beispiel vernünftig über Wodak und andere Menschen gesprochen haben, über ernstzunehmende, hochrangige Wissenschaftler, die beispielsweise die offizielle, verkündete Wissenschaft zu widerlegen glauben. Ich sage bewusst glauben. Das bedeutet, dass man jetzt an der Stelle in einen wissenschaftlichen Diskurs kommen muss. Stattdessen werden diese Menschen dann abgeurteilt. Das schafft Abseits und Spaltung aus meiner Sicht. Das heißt, wenn Menschen auch wegen Ihrer Inhalte, wenn Sie daran glauben, ins Abseits gelangen, spüren Sie da keine Verantwortung? Welche Inhalte meinen Sie? Nennen Sie mir irgendwelche Inhalte, die in irgendeiner Form gegen irgendetwas verstoßen, die in irgendeiner Form verharmlosend sind, in irgendeiner Form totalitär sind, in irgendeiner Form spalten. Nennen Sie mir irgendeinen Inhalt, den ich genannt habe. Dann kann ich darauf antworten. Was meinen Sie? Na, ich meine Ihre Bücher, angefangen bei Brot und Spiele bis hin zu den Videos jetzt, die ein klares System erzeugen, an das die Menschen dann glauben. Also wie kommen Sie darauf? Ich meine, ich bin jemand, wir haben den Plan B beschrieben und das ist eine wissenschaftliche Abhandlung und es ist tatsächlich so, dass ich die Frage stelle, warum gibt es so wenig Ultrareiche und warum gibt es so viel Massenarmut? Das sind eigentlich linke Positionen, die ich vertrete. Das stimmt. Wenn Sie mir jetzt also eine linke Haltung vorwerfen, muss ich auch damit leben. Wir haben die Situation, über enorme Gelder zu verfügen, aber die Gelder konzentrieren sich auf immer weniger Menschen und Sie sind auch davon betroffen, vermutlich nicht zu denen gehören, die zu den Milliardären gehören. Und insofern ist es, denke ich mal, eine logische Frage, die man stellen muss, dass zu Ungerechtigkeiten führt. Gehen Sie mal ein paar Jahrzehnte zurück und stellen Sie fest, dass damals mit einem Gehalt eine Familie ernährt werden konnte. Das ist heute nicht mehr der Fall. Wir haben mehr Geld auf der Erde, als es jemals gab und noch niemals so viel Armut gehabt und Ungerechtigkeit in der Verteilung. Wo ist da irgendein Hintergrund zu interpretieren, der irgendetwas spaltet, wer die Fragen stellt? Ich bin mit dem Club of Rome da komplett übereinander. Also ich meine, das sind linke Positionen, die ich hier vertrete. Das stimmt. Wirft man mir übrigens auch immer wieder vor von der anderen Seite. Wir hören von Menschen, die angefangen haben auch mit ihren Büchern und dann in verschiedene Theorien, die, wie Sie sagen, selbst reingerutscht sind und ins Abseits gedrängt wurden. Kontakt welche zu Theorie? Menschen verloren welche, haben, Sie, zu Freunden, Sie zu Familie. Ja, ich möchte konkrete Theorie. Nennen Sie mir eine Theorie konkret, die Sie meinen. Das ist ja jetzt so allgemein. Ihre Inhalte. Welche Inhalte? Welchen Inhalt meinen Sie? Ihre Inhalte in Bezug auf das Finanzsystem, ja, Forderung, dass es eine geheime Regierung gibt, die Fäden zieht, etc. Deshalb nochmal die Frage, sehen Sie da eine Verantwortung bei sich? Ja, ich hoffe doch wohl. Ich fordere Gerechtigkeit. Ich fordere eine Gerechtigkeit in der gleichmäßigen Verteilung des Geldes. Ich fordere Gerechtigkeit im Prinzip in der Freiheit der Menschen. Dazu stehe ich ja. Und das steht auch dazu, dass ich natürlich an der Stelle sehr, sehr kritisch bin gegenüber dem System, weil ich dort eben halt ein großes Unrecht aufkommen sehe. Aber das bin nicht nur ich, das ist Professor Bakhti, das sind ja unendlich viele mittlerweile Professoren und Experten aus oberster Liga, die diese Dinge eben halt regeln und steuern und die das auch sagen, dass das eben halt falsch ist, was da läuft. Und ich sehe eine immer wiederkehrende Gruppe, die mit dem Begriff kommt, was weiß ich, Verschwörungstheoretiker. Und wer andere Menschen als Verschwörungstheoretiker bezeichnet, der nimmt ja für sich den Anspruch der Wahrheit in Kauf. Und wenn einer den Anspruch der Wahrheit für sich in Kauf nimmt, dann outet er sich der Tyrannei, weil er in dem Moment nicht mehr in der Lage ist, mit anderen Menschen einen Diskurs zu führen, Kompromisse einzugehen, sondern er wertet sie ab und führt keine Kommunikation mehr. Und das ist totalitär und das ist tyrannisch und das sehe ich. Wer also den Begriff Verschwörungstheoretiker für andere Menschen anwendet, der muss sich gefallen lassen, sich der Tyrannei zugehörig
zugehörig zu fühlen. Eindeutig. Wie wollen Sie es denn sonst bezeichnen? Und jetzt sehen Sie mal die ganze mediale Situation. Denken wir an das Bundesministerium für Inneren, was Herr Seehofer dort beispielsweise gemacht hat. Er hat seine Mitarbeiter aufgefordert, möglichst offen zu sein, sich eigene Gedanken zu machen, Rückgrat zu zeigen, Zivilcourage zu zeigen. Ein hoher Beamter hat es dort getan, kam aber offensichtlich nicht durch mit seinen Thesen, weil er gesagt hat, wir zerstören die Wirtschaft, wir zerstören die menschliche Zukunft, die Renten werden runterfallen. Wovon sollen die Arbeitslosen noch bezahlt werden? Was passiert denn mit dem System, was dermaßen gegen die Wand genagelt wird? Das kann nicht funktionieren. Und an der Stelle, was kommt von den Medien? Es kommt nichts. Ein Skandal sondersgleichen. Wie will man es denn anders bezeichnen? Und dann wenden sich die Leute natürlich auch an alternative Portale. Und ob die alle richtig sind, ich spreche ja nicht für alle alternativen Portale. Ich spreche ausschließlich für mich und für die Wissensmanufaktur. Und dass Menschen, die diesen Inhalten folgen, ins Abseits gelangen, sehen Sie da eine Verantwortung? Jetzt drehen Sie sich im Kreis. Ich will konkret, nennen Sie mir konkret einen Inhalt. Ein Inhalt, dass ich fordere Gerechtigkeit für die Menschen. Das ist der Inhalt. Jetzt sagen Sie mir, wo ich Unrecht für die Menschen fordere. Nennen Sie mir ein einziges Beispiel. Das ist mir zu einfach. Ich bin gerne bereit. Ich bin wissenschaftlich arbeitend. Und jetzt sind Sie in der Verantwortung, denn wir können das Ding ja regeln und lösen. Mir geht's darum, Sie sind in der Verantwortung, jetzt mir zu sagen, was ist falsch. Ich bin übrigens auch bereit, wenn wir feststellen, dass ich an irgendeiner Kante einen Fehler mache, können wir gern darüber reden, weil ich nenne niemanden Verschwörungstheoretiker. Ich nenne einfach nur, ich teile einen in abhängig und unabhängig. Ich bin unabhängig und Sie müssen das für sich selbst entscheiden. Ich sage, es geht nicht darum, ob die Inhalte falsch oder richtig sind. Aha. Die Frage ist, Sie sprechen zum Beispiel davon, dass es eine geheime Menschen oder Menschen gibt, die Fäden ziehen. Geheime Mächte, die vorhaben, eine Weltregierung, davon sprechen Sie in dem Video. Davon wir hören von Menschen, die diese Inhalte glauben, davon überzeugt sind, dass sie sich zunehmend verfolgt fühlen, dass die wenig Kontakt mehr zum sozialen Umfeld haben, zum Arbeitgeber. Sehen Sie da eine Verantwortung? Nochmal diese Frage. Ganz klare Antwort, nein, weil ich das gar nicht tue. Ich sage nicht, dass wir eine geheime Agenda haben, eine Einweltregierung. Das sind Frau Merkels Worte, das sind Bill Gates Worte. Er stellt sich ins Fernsehen, kriegt eine Sondersendung in Tagesthemen und ist ein Privatier und hat eine 10-minütige Sendung, in der er sagt, wir werden 7 Milliarden Menschen durchimpfen. Wer ist wir? Ich meine, ich bitte Sie, da müssen doch die Fragen kommen. Und wer die Medien verfolgt, wir leben hier in Nordamerika, wir verfolgen die Medien und wir sind nicht pauschal auf der Linie Trump bashen oder Putin bashen, aber auch nicht das Gegenteil. Wir sind eben halt an der Stelle, glaube ich, objektiv. Das Problem der Medien ist nicht, dass sie lügen. Das wäre mir zu kurz. Ich würde sie niemals als Lügenpresse bezeichnen. Nein, es ist viel schlimmer aus meiner Sicht. Die Medien aus diesem System haben kein Interesse an der Wahrheit. Das ist eine tendenziöse Bildvermittlung, eine Oberschullehrersituation. Die muss ich Ihnen sagen. Und die drängt die Leute ins Abseits. Wenn nämlich Leute noch klar denken und dann eine gleichgeschaltete, gleichgebürstete, gleichstromlinienförmige Situation, wie Sie es vertreten müssen, das gehe ich mal von aus. Ich bin übrigens nicht gegen Sie persönlich, um Himmels Willen, das hat überhaupt nichts damit zu tun. Ich möchte nur einfach ganz klar, dass wir in einem freien Land lebten und ich dann weiterhin das Recht haben muss, meine friedlichen Thesen, unsere Thesen, meine Thesen sind ausschließlich auf Frieden ausgelegt. Hören Sie sich den Plan B als Hörbuch an. Dann werden Sie feststellen, da ist nichts Aggressives drin. Es gibt nicht Täter und Opfer. Es gibt Systeme, die Eigendynamiken auslösen und die führen zu dieser Ungerechtigkeit. Wir lösen das auf wissenschaftlich und sagen, es gibt Möglichkeiten, das zu lösen aus unserer Sicht. Da können Fehler drin sein, können wir gern drüber diskutieren, sind wir offen, weil wir andere Menschen, die andere Meinungen haben, eben halt nicht ablehnen. Aber es kommt nicht zu einem Diskurs, der vernünftig wäre im Sinne der Menschen, sondern an einer Aburteilung. Und dann werfen Sie den Menschen vor, dass die Leute, die klar denken, die anderen Klardenker ins Abseits treiben. Nein, das sehe ich anders. Vielen Dank, Herr Popp. Sehr gerne. Wie gesagt, herzliche Grüße nach Kanada. Dankeschön, alles Gute. Tschüss.